Hier fördern kann man hier großes Tempo. Jugendsin Tan in Führung, Salome Nikusi aus Frankreich auf Platz 2, Martin Kuhl aus Frankreich auf Platz 3. Derzeit auf Platz 10. Also, es muss noch ein, zwei Plätze gut machen. Und wir kommen in die letzte Runde. Die 5 Cross-Sportlerin hier hat sich ein bisschen abgesetzt. Dann 6, 7, 8. Und die 9 und 10 kleinen Abstand. Und sie sollten für eine möglichst gute Zeit laufen. Dann haben sie auch noch die Chance, ins Finale zu kommen.